Herzlich willkommen in Dortmund. Ich befinde mich vor der Zeche Zollern, eine der schönsten Zeugnisse der industriellen Vergangenheit in Deutschland. Wer keine Karte mehr für ein Spiel des BVB ergattert hat, kann sich in Dortmund trotzdem ausgiebig mit dem Thema Fußball beschäftigen, nämlich im Deutschen Fußballmuseum. Ein Tor würde dem Spiel jetzt wirklich gut tun! Ärgern Sie sich auch immer über die Sprüche der Fußballkommentatoren? Hier können Sie es selber mal ausprobieren. Und genau das werde ich jetzt nämlich mal tun. Tor, Tor, meine Damen und Herren, für den Mann in Blau! And I think you were both lured into the City of Angels by ladies and then got into acting. Is that... You did your homework. I did my homework. Yeah, because you, I think you had a girlfriend, she was a caster. And you fell in love, but then the lady left you. But then you sort of, you actually were... Jeez, this is like, this is your life. Yeah. Yeah, I had I actually followed a girl, and then she dumped me and got married. And she's regretting that now. I had to make a lot of friends real quick. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Ja, wir haben uns ja vor 8 Jahren kennengelernt bei Rock am Ring. Oh, you're a bit of a football fan as well. Yes, of course, yeah. Have you got any secret talents? I play a lot of football. But that's not really a secret, is it? Well, it's a secret that I score every and every game I play in. Not really, that's okay. Not true, that's a lie. Welche der drei Bücher, die du besitzt, sind dir am wertvollsten und warum? Also, ich kann sofort sagen, dass ein Buch, das heißt Unterm roten Dach von Enid Blyton, das ist ein nicht ganz so bekanntes Buch wie die 5 Freunde beispielsweise, die Reihe. Das ist deswegen so besonders, weil das habe ich von der Bibliothekarin in der Grundschule geschenkt bekommen, weil ich es mir so oft ausgeliehen habe. Es war mein erstes Buch, was ich selber gelesen habe. Tom Wolfe, Fegefeuer der Eitelkeiten, würde ich sagen, ist ein Buch, was so das Erzählerische bei mir tatsächlich inspiriert hat. Und dann Stephen Kings S. Du hast gesagt, dass manche Songs schneller produziert wurden und manche dauern einfach länger. Kannst du sagen, bei welchen Songs auf dem Album du sagst, das kam einfach so flotter? Manche Kinder werden schnell gemacht, manche dauern ewig. Ist es so? Naja, oder? Also manche versuchen irgendwie 8 Monate im Bett, bis sie irgendwann mal schwanger werden. Achso, du meinst, und so. Okay, ja, das stimmt. Weißt ja, du, manche Kinder, zack, Kind da mit 18. Ich finde es nämlich interessant, weil du zum Beispiel bei OMG und Kids, das waren schwerere Geburten, wenn du es so sagen möchtest. Sehr gut, schwerere Geburten. Ja, ja. Danke, danke. Ildikó von Kürti ist ein Aachener Mädchen mit rheinländischem Temperament und einem unfassbaren Talent dazu, sehr erfolgreiche Bücher zu schreiben. Nach langer Abstinenz hat sie sich jetzt dazu entschieden, wieder einen Hund in ihr Leben zu lassen, mit dem entzückenden Namen Hilde. Ob das reale Leben eines Hundebesitzers mit ihrer Wunschvorstellung übereinstimmt, das können Sie in ihrem neuesten Werk herausfinden. Searching for your car? Once you've found your car, download the free VW Connect app onto your smartphone. Now you can add a profile name and a picture. Nach so viel Sightseeing habe ich richtig Lust auf ein Kaltgetränk bekommen. Und dafür eignet sich perfekt das ehemalige Schüttgüterschiff Herr Walter im Dortmunder Hafen. Hier kann man tanzen oder Fußball schauen oder einfach nur die Sonne genießen. Prost!